Hallihallo, Hallihalli und herzlich willkommen zu Part 22 unseres Painkiller-Marathons. Wir sind in der letzten Folge hier an diesem riesengroßen Platz gewesen, sind hier immer noch und müssen uns immer noch langsam durch diese Horden an dummen Gegnern ballern. Es wird irgendwie nicht angenehmer, es wird auch nicht schöner. Deswegen, tut mir leid, Leute. Und weiter geht's in der Hinsicht, dass wir hier weiterkämpfen müssen. Ich krieg den da hinten irgendwie nicht. Ah, den hier kann ich kriegen. Na, fast. Na, fast. Du gehst mir auf den Sack. Danke. So, nächster Gegnerhorden. Hopp, hopp, hopp. Die Gegnerhorden sehen. Ah, falsche Taste immer. Kommt. Kann es sein, dass diese vorher explodieren? Da habe ich das Gefühl. Au! Ich krieg das Geschütz nicht, oder? Oder sieht das bloß so blöd aus? Man kann ja immer die Kugeln verfolgen, finde ich immer sehr gut. Ah, au! Mitten da reingerannt. Auch nicht schnell. Aber ich habe zum Glück gespeichert, liebe Freunde. Bin nicht ganz so blöd. Da habe ich schon mal die erste Hälfte schon mal geschafft. Nee, das ist nicht mein Speicherstand gewesen. Mein Speicherstand. Was war denn das? Das hier, glaube ich. Ja, komm her. Yep. Laden. Das war mein Speicherstand. Ich mache das nicht nochmal, Freunde. Die Akkros tue ich mir nicht nochmal an. Ich hoffe, auf der anderen Seite. Kümmere ich mich erstmal um meinen Panzerfreund. Der ist ja auch sehr nervig. Oh, das ist echt ein grausames Level. Das macht echt gar keinen Spaß. Jetzt bin ich wieder am Meckern. Ach, ich liebe mich. Immer so am Loben oder dann wieder am Meckern, dann wieder am Loben und Meckern. Also am meisten Akkros. Uiuiui. Ich muss aufpassen, das Geschütz ist auch noch sehr gefährlich nah dran. Na ja, komm. Da! So, ich könnte mich jetzt um das Geschütz kümmern oder ich könnte mich um die andere Seite. Ja, gut. Fast. Na, fast. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen stehen bleiben. Ja, gewonnen. So, ich habe zwei Geschütze da. Zwei da. Ich versuche, glaube ich, mal das da. Ich weiß ja nie, ob ich das richtig treffe. Das sieht immer so aus, als würden die vorher schon explodieren. Oder ich treffe es schon. Ich muss aber aufpassen, nicht, dass ich irgendwann mal in eine Kugel reinrenne. So, ist das guter Rhythmus. Schön das Flugzeug treffen. Ist mir relativ. So, quick explodiert das Flugzeug jetzt nicht neben mir. Das wäre jetzt schlimm. Hallo? Nee, getroffen. Au. Fast mich getroffen. So, gucken. Irgendwelche Gegnermassen? Nein. Ich könnte jetzt da weiterlaufen. Da habe ich aber Angst, dass da welche durchkommen. Deswegen laufe ich mal lieber da lang. Wobei da auch Gegnermassen kommen. Ist mir aber relativ, weil ich speichere hier wieder. Ja, das ist mir lieber. Es war feige, aber es ist mir deutlich lieber, als jetzt irgendwie zu versuchen. Unendes Leben, klar. Ne, da ist kein Leben. Ein Geschütz nach dem anderen. Wenn überhaupt ich treffe. Sieht nicht so aus. Sieht immer nie so aus. Trefferfeedback ist ein bisschen lahm. Wenn das... Oh, und ich hab... Schießt daneben? So wie das aussieht, ja. Das habe ich getroffen. Das habe ich auch getroffen. Perfekt. Oh, eine verschossen. Nein, eine umsonst geschossen. So. Dann mein Freund wieder hier oben. Ja, nicht ganz. Der trifft aber auch nicht. Das ist gut. Da noch ein bisschen höher. Ja.
Schnaps gesoffen. Hab dich getroffen. So, ich lauf da mal hier hinten rum. Dürften jetzt nämlich Gegnermassen kommen eigentlich. Gegnermassen, 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 Gegnermassen. Gegnermassen? Da kommen wir. Da kommen Gegnermassen. Ich treffe noch nicht mal. Ah, gib Gas. Gib Gas. Ah! Hier alle her. Auflösen. Danke. Danke. So. Die haben wir schon mal geschafft. Warten wir noch auf den. Ich speichere hier erstmal wieder. Ha! Dauergespeicher. Bei Painkiller. Falls ich vergesse, welches schöne Spiel das hier ist. Da rannte noch einer rum, aber der ist mir eigentlich Rille. Der ist einer. Einer von Tausenden ist immer mir am liebsten. Gibt's hier? Doch, hier gibt's was. Also komme ich sowieso nicht hoch, oder? Ich weiß es nicht. So, weiter geht's mit dem Dauerstumpf geballert mit diesen traumhaft schönen Wolken und diesem alten Militärgelände mit diesen. Gruselig. Mit diesen Freaks. Das ist Kapitel 3, Level 3 übrigens. Falls ihr es vergessen habt. Und das ist das letzte Geschütz vor uns. Welches uns nochmal eine richtig reinhauen möchte, weil es denkt von wegen, ja, das kriege ich schon hin. Diesen kleinen Typ, die keine Nuss zu zerstören, aber am Ende wird es merken, nein, das wird nicht reich. Ach, ah, gewonnen. Boom. Aber für dich. Nein, warum bist du nicht tot? Ich liebe übrigens die KI, die dann an solchen, ja, getroffen und kriege ich auch noch damit. Auch getroffen. Ja! Yes, Leute! Leute, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben diesen Scheiß geschafft. Hier geht's natürlich auch noch mal rein. Dann speichere ich aber vor, bevor ich mal hier reingehe. Weil manchmal wird Auto gespeichert, aber nicht überall. Und ich will es mir jetzt nicht verscherzen, das Ganze nochmal zu machen. Ja, ihr habt es geschafft. Sag doch, die wird nicht gespeichert. Doch, hat es gespeichert. Und ein Geheimbereich entdeckt. Aber der ist so geheim. Boah, der ist auch nicht. Au. Ah. Ah, das tut weh. Doofer Bereich. Doofer Bereich, das tut weh. Ah! Mach Bumm, mach Bumm! Ah, 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 ah! Ah, mach Bumm, mach. Ja. Das Problem ist, die explodieren noch mit! Scheißbereich! Scheißbereich, Scheißspiel! Scheißspiel! Ah, Leute. Super, sollen wir meine Projekte besser aus? Ja! Realistisch! Realistisch! Was war das jetzt, die 34? Realistisch, ja klar, alles nochmal. Obwohl, da stand gespeichert. Ja, hier oben. Deine Mutter ist gespeichert. Hm. Oder Gettingang. Moment, mach mal. Mach mal Gettingang langsam mal hier. Ist zwar, glaube ich, nicht der Sinn des Spiels. Mit der Gatling-Gang hier rumzurennen. Na? Da! So geht's doch, Leute. So macht's den Spaß. Ein Typ in der Gatling-Gang. Besser geht's nicht. Auflösen, auflösen, auflösen. Danke. Ist da noch einer da? Rüstung.
Rüstung und Munu. Munu gratis. Munu bieno. Ah. Hat sich ja gar nicht gelohnt. War mich erschrocken. Mein Herz. Mein Herz, der ein Herzinfarkt bekommt. Und deine Freunde wachet. Ist die Erinnerung. Hä? Komm ich hier nicht mehr raus? Freunde! Ich weiß, wie wir rauskommen. Nee, doch nicht. Hä? Hab ich was verpasst? Hab ich was vergessen? Hier komme ich hier hoch. Ah! I understand. Anderer Weg, weil die Tür nicht aufgeht. Ja, klar. Ist ja realistisch. So, hier können wir nicht lang. Wir müssen nämlich durch die ganzen Zwischenhallen dann nämlich durchdümpeln. Aber wir können es erstmal hier umschauen. Nee, da kommen wir nicht. Das heißt, wir können ja gleich mal querfeldein hinterrennen. Müssen wir. Um, nämlich dann immer hier rumzugehen. Also da rein, dann durch die Halle, letzte Halle. Ja, Leveldesign aus der Hölle. Was mich aber auch sehr auf Trab hält. Also manchmal ist es sehr verwinkelt und da frage ich mich, hä, was ist denn überhaupt hin und so. Ist ja nicht wie ein Call of Duty, wo nur der Weg der einzig richtige ist. Es ist kein steiniger Weg, müsst ihr wissen. Kein steiniger Weg. Part 21, falls ihr es vergessen, nee, 22, falls ihr es vergessen habt. Ich hab wieder Parzer vergessen. Ich bin echt doof. Ich bin ein Doofi. Ich bin so doof. So, endlich. Wird hier wenigstens gespeichert? Hä? Ich muss doch hier rein, dachte ich. Oh nein, geheiligen Gegenstand entdeckt. So geht's natürlich auch. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfordert. Ich speichere trotzdem mal. Aus Lust und Laune. Ne, komm, aus. So, hä? Muss man da nicht rein? Oder muss man von da nach da rein? Das hätte natürlich auch sein können. Weil ich gerade ein bisschen zu doof dafür war. Weil das Tor sehr offen war. Das könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach mal die Reihenfolge verwechselt habe. Wie gesagt, das war seit sehr Jahren, habe ich das die Demo mal gespielt in diesem Levelbereich. Yep, ist sogar recht tief. Aber hoch komme ich da trotzdem nicht. Hö. Hö. Ich finde es auch vor allem immer cool, dass die einen immer die Bereiche so schön anzeigen. Au! Bin ich. Das ist sehr cool gemacht, echt. Leute, wirklich. So! Wir haben es gefunden. Und es wurde so toll gespeichert übrigens. Oh, noch mehr Gegner. Ja, wir haben die Ballerei sind wir nicht satt geworden. Es wird nicht weniger. Es wird nicht besser. Nee, das auf keinen Fall. Sogar noch verwinkelter. Deutlich verwinkelter. Ah, böse, böse, böse. Ich brauche nicht mehr viel, Ja, so geht's auch. Noch zwei, komm, löst dich auf. Löst dich auf. Au! Nein! Da, haha. Komm her. Na? Nein, 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 möchte es. Na kommt hier. Na komm, Bubis. Na komm, Bubis. Na, möchte. Wer hat noch nicht? Na komm. Komm. Ja, ganz viel to- Nein. Ah. Da, da ist noch mehr. Noch mehr solcher Vögel. Auflösen. 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 Also, die sind immer so langsam aus. Das nervt jetzt da hinter der Geschichte.
Würden sie schneller auflösen, wäre es eigentlich gar nicht so schwer. Also, die brauchen immer so ewig, sich aufzulösen. So. Mal noch ein bisschen umgucken. Oh, hier war ich ja schon mal. Ups. Habe ich gedacht, das wäre ein Bereich mit versteckten Gegenständen oder so. Ah, Munition. So, liebe Freunde. Das war Part 22, hoffe ich mal, von Pelkiller Marathon Black Edition. Wir sind dann in Part 23, 22, wie auch immer. Und ich hoffe, wir werden dann endlich dieses Level endlich vorbei haben. Das war's und bis dann, Freunde. Ciao.